Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier die kleine Abfallproduktion gebaut. Verordnung zur Überbeladung von LKWs ist da. Bedeutet, die sollten jetzt hoffentlich ein bisschen mehr tragen können. Entschuldigung. Ich werde mal schauen. Ich glaube, wir müssen dich hier mal reparieren, ne? So. Wasserlager steigt und steigt langsam. Jetzt werden wir uns aber anschauen, was wir mit dem Schwefel machen. Weil unsere Dieselproduktion schaut jetzt aktuell echt gar nicht schlecht aus. Ich würde auf jeden Fall gerne schauen, dass ich den Schwefel hier nach unten kriege. Und dann durch die Kohle durch Schwefel ersetze. Dann tue ich auch kein Abwasser mehr produzieren. Bedeutet, das Beste ist, ich ziehe jetzt einfach mal ein Kabel, ne? An ein Kabelsträngen vorbei. Das errichten würde ich mal hier. Dann wird das jetzt mal durchgezogen. Und als nächstes reißen wir die komplette Kohlelinie hier ab. Und vielleicht können wir dann hier auch ein bisschen Schwefel produzieren. Schnell entfernen. U-förmiges Förderband. Hier anschließen. Dich umschalten auf Schwefelproduktion. Die Kohle deaktivieren. Genug Schwefel befindet sich hier drin. Und dann tun wir hier nicht auch gleich noch die Säureproduktion oder sowas hin. Und dann zapfen wir hier einen Wasserhahn ab. Und schießen das hier hin, würde ich sagen. Schauen wir mal. Säure. Säure können wir produzieren mit Schwefel und Wasser und brauchen dafür einfach nur einen Mischer. Okay, gut. Mäp, mäp, ja, ich weiß, dass du gerne hupst. Mittlerweile habe ich es kapiert. Schwefel und Wasser macht Säure. Mischer. Das mit dem Holz ist blöd. Das mit dem Holz ist ganz blöd. Die Holzlein stört mich so ein bisschen. Also als erstes würde ich gerne mal ein Flüssigkeitsspeicherlager dann hier hinsetzen. Ich hoffe, hinter muss keiner. So. Machen hier schnell liefern. Gut, und dann die Mischer. Problem ist, ich brauche mindestens. Warte mal, tun wir mal kurz hier auf. Wo war's? Planungsmodus. Mischer. Ich muss den dann so platzieren. Bedeutet, ich müsste eigentlich das Band hier anheben. Dann machen wir das doch mal. Wir reißen mal kurz das komplette Holzband ab. Noch den Teil hier. Entfernen den.
Entfernen den. Tun ein flaches Förderband 2 hier nehmen. Okay, so hoch muss auch nicht. Es müsste reicht schon 1, glaube ich. Es muss hier nur mit einem Stufe 2 Anschluss drüber. Zack, fertig. Schon kann ich den Wasseranschluss unten drunter anpacken. Dann stelle ich noch einen Mischer hier hin. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu eng. So. Gut. Aber mal, kann ich die kurz pausieren? Dann gehen die in den Planungsmodus. Dann gehe ich auch in den Planungsmodus. Dann kommen die Förderbänder. Perfekt. Der will mich doch verarschen. Der hat jetzt echt hier eins runtergesetzt. Willst du mich kicken? Ach so, weil da drunter ein Kabel ist. Bitte mal kurz schnell entfernen. Den muss ich nochmal umbauen. So, dann machen wir das halt so. Hauptsache mit der Rohrleitung stimmt am Ende alles. So ein bisschen zu weit hinten. Keine gültige Position gefunden. Ich habe den Planungsmodus schon wieder vergessen. Dich habe ich zu weit drüben platziert. Ah! Planungsmodus, stopp! So, wait. Ich muss nochmal einen Mischer nehmen. Eins Abstand und so. Dann kann ich hier mit den Förderbändern U-förmiges Förderband so runter. Dann kann ich hier auch so anschließen. So, die Frage ist, wie nehme ich jetzt am besten den Wasseranschluss? Ich sag mal, wie es ist. Am schlauesten wäre es, wenn jeder den eigenen Anschluss verwendet. Habe ich den Planungsmodus an? Habe ich noch. Gut. Wir geben einfach jetzt eben hier seinen eigenen Anschluss. Komplett dumm wahrscheinlich, aber ich finde es toll. So. Dann müsste ich irgendwie schauen, dass hier das Wasser... Ja. Alles komplett verschränkt. Es ist keine originelle Bauweise, aber scheiß drauf. Okay, dann. Damit der Schwefel verwendet wird, würde ich sagen, aktiviert das Ganze hier. Wir bauen mal das Kabel als erstes mit dem Kabel hier zusammen und dem Kabel hier zusammen. Dann die ganzen Anschlüsse hier
ganzen Endanschlüsse natürlich auch noch. Ich mache das jetzt per Hand, weil da kommt eh kein Endgame wahrscheinlich hin. Und dann sind sie ein bisschen entlastet. Und dann sagen wir mit Schwefel und Wasser bitte arbeiten. Du auch mit Schwefel und Wasser bitte arbeiten. Mit Schwefel und Wasser bitte arbeiten. Und mit Schwefel und Wasser. Ich denke mal, dass die später auch einen eigenen Wasseranschluss noch kriegen. Und hier habe ich keinen Wasseranschluss gegeben. Huch. That was not the plan. Planungsmodus aus. So, jetzt produzieren wir Säure. Das Lager wird trotzdem nicht wirklich leerer. Ne? Das ist jetzt das Main-Lager. Hier wird Schwefel gelagert. Und hier tonnenweise Holz. Obwohl das auch besser wäre, wenn wir jetzt ein großes Lager hinbauen würden und so Zeugs. Das produziert natürlich auch jetzt ein bisschen was, das macht schon was. Aber was natürlich der Nachteil ist, es braucht mehr Benzin jetzt, ne? Aber dafür brauche ich jetzt auch kein Abwasser mehr. Auch geil, dass ich hier natürlich ein kleines Rohr erstmal gesetzt habe. Aber wenn es so ist, dann kann ich nicht hier den Teil abreißen. Bis nach da vorne und kann dich dann auch abreißen. Bleibst du jetzt übrig oder wirst du jetzt dann entfernt? Mein Freund, du verschwindest genauso. Die produzieren schön den Schwefel, die Säure. Und dadurch verlieren wir hier mal ein bisschen was. Aber mal gucken, jeder von denen braucht 12. Also eigentlich habe ich jetzt aktuell immer noch zu wenig. Und zwar um einiges noch. Bedeutet, entweder ich baue noch mehr von den Säureproduktionen und das ist schon heavy. Also das Lager ist ja schon zu einem Viertel voll. In dieser kurzen Zeit. Ach komm, das tue ich jetzt einfach schnell entfernen machen. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr schon viel verbraucht? Nö. Schaut aktuell ganz gut aus. Ja, der Tank ist auch voll. Der arbeitet gerade, obwohl er ja nicht wirklich was machen muss. Obwohl wahrscheinlich ist das Kabel nicht ganz voll. Oder minimale Mengen müssen noch produziert werden. Warum seid ihr so still? Ah, weil das... Oh, das eine ist voll. Verbrenn mal ein bisschen. Ich ziehe mal auch aus der Pause-Modus raus. Jetzt haben wir zu wenig Arbeiter. Ich glaube, das heißt, wir müssen mehr Wohngebiete wieder errichten. Ei, ei, ei. Oh, ungut. Einfach schnell errichten, dann haben wir schnell hinter uns. Und wir sollten genug Leute wieder reinkriegen in die Stadt. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz wieder für mehr Leute. Das sollte ja doch reichen. Oh, Stroh. Ach du Scheiße. Es ist wieder genau das passiert, was nicht passieren sollte. Aber wait, ich habe einen kleinen Geheimagenten. Warte mal, kann ich jetzt nicht mittlerweile? Rein theoretisch. Hier die Richtung ändern. Sagen wir, schicken Dampf zurück. Wir entpausieren das und können damit die Maschinen wieder betreiben. Auch die Richtung noch ändern. Dann fahren beide Turbinen wieder hoch. Ha, so.
Ich hoffe, dass dann die hier langsam wieder anfangen zu produzieren. Ich muss noch ein bisschen was im Lager sehen, dann bin ich happy. Wenn langsam der Stand steigt. Also ich wirklich wahrscheinlich ist schon wahrscheinlich recht, das hier mit Gas zu betreiben, war eine blöde Idee. Das kann schon gut wahr sein. Was ist jetzt aktuell das Problem? Wasser? Nicht Dampf. Dann pausieren wir dich wieder hier. Dann sollte unsere Anlage arbeiten können. Jetzt füllen sich auch wieder die Tanks. Das hat jetzt einigermaßen geholfen. Aber ich sehe schon, die Säure ist jetzt auch fast schon bummvoll. Ich muss jetzt dann gucken, wo ich Säure verwenden kann und müsste dann Säurelager anbauen. So, ihr seid durch. Was lasse ich euch denn jetzt als nächstes abgraben? Also als erstes werde ich wahrscheinlich nochmal einen Bagger abziehen und hier hinschicken. Weil ich das Gefühl habe, dass wir aktuell ein akutes Metallproblem haben. Und ich würde das gerne verändern. Und zwar, indem wir hier nochmal tiefer buddeln anfangen. Wir schauen jetzt mal, wie tief wir kommen. Los geht's, Leute. Schaut, auf welche Höhe wir jetzt hier aufhören, Eisen zu kriegen. Ihr kriegt noch einen Bagger zur Verstärkung. Was hat der jetzt schon wieder für Probleme? Das Lager ist nicht erreichbar. Ihr braucht diese Lager nicht mehr. Die sind aus. Die sind finite. Die werden jetzt hier auch auf Schnellweise ab. Oh, die warten auf Warnnahme. Nicht gut. Okay, dann tun wir das abbrechen. Dann ist das jetzt die Cold Reserve im Background, die ich irgendwann für irgendwas verwenden kann hier vor Ort. Dann sollten aber die Kohlebagger hoffentlich gleich mal wieder Kohle kriegen und verschiffen auch. Gut, ihr kriegt jetzt von mir mal einen neuen Bereich einfach editiert. Wir nennen jetzt den Bereich hier Permit Alpha und tut jetzt fürs Erste einfach mal hier anfangen, Stücke der Oberfläche wegzubaggern. Wir werden jetzt hier nochmal schnell den Schutz aufrichten. Den wir am Ende brauchen für das Team. Kann ich hier weiterbauen? Ne, eins muss ich noch. Ein Stück muss noch rein. Das sind noch die ganzen Baggergebiete, die ich jetzt abreißen muss. Eieieiei. Weg damit. Die sind schon alle erledigt. Außer eventuell der eine, den ich gerade entfernt habe. Ups. So. So. Nach hinten fehlt auch noch Stütze. Ah, da muss ich auch wieder das Baggerzeug wegmachen. So. Wahrscheinlich auch dann das Ende von der Mine zu sein. Dann sollte das alles ein Ende finden. Die baggern jetzt einfach hier langsam ab, dann kippen wir das hier alles langsam voll. Und so sollten wir Stück für Stück alles freikriegen.
Die liefern jetzt ein bisschen Eisen wieder ab. Sollte dann die Ressourcenlager auffüllen. Oh, zum Beispiel Stahl habe ich jetzt gerade gar keinen mehr. Aber hier schaut alles ganz gut aus. Das läuft wohl jetzt ganz angenehm. Finde ich gut, finde ich gut. Läuft alles so in geregelten Maßen. Wir haben das Wasser unter Kontrolle gebracht. Kohle ist gerade irgendwie nicht auf Lager. Ich weiß jetzt nicht, ob die gerade ein Kohlesystem auffüllen müssen noch. Vielleicht sollte ich wieder ein bisschen mehr in Kohle investieren. Das kann gut sein, dass sie gerade hier das noch ein bisschen auffüllen müssen. Die Kollegen. Wo schickt denn ihr eure Bagger hin, Freunde? Oder habt ihr einfach zu wenig LKWs, um das ganze Versorgungssystem zu fahren? Ist es das? Ihr kriegt von mir noch einen. Aber wir haben genug Kohle, wie es ausschaut, auf jeden Fall. Hier jetzt mal fürs Erste. Die Mine ist auch schon riesig geworden, ey. Ich finde das so geil. Die Frage ist natürlich, wie ist es? Soll man unterirdisch bauen? Das kann mir ja mal jemand in den Kommentaren beantworten. Hust, hust. Ob ich jetzt unterirdisch bauen soll, immer eine Straße hoch, die ist dann aufkippen und ich bagger es hinterher aus. Dann wäre ich ja vertieft. Hätte mehr Volumen zum Verarbeiten. Wäre wahrscheinlich auch eine ganz interessante These, wie man das machen könnte. Warum darf ich hier nicht beschleunigt machen? Lass mich raten, wir haben keinen Stein mehr. Kann das sein? Ja. Die warten alle noch auf die Lieferung. Finde ich aber cool, dass das gerade ein bisschen hinterher schwankt. Ich weiß nicht, warum ich es cool finde. Ich finde es einfach cool. Jetzt will ich mal kurz am Ende der Folge gucken, was können wir mit der Säure alles anfangen. Giftiger Schlamm. Also wir können mit den Sachen im Absetzbänken, zum Beispiel Golderzpulver in Goldkonzentrat umwandeln. Gelbkuchen vergessen. Uranerz, okay. Mohn und Säure macht Glas. Was? Und, plus Glas macht Morphin. Huch. Ah, hier, unreines Kupfer. Bei der Kupferelektrolyse ergibt mehr Kupfer. Also, hier wird sich sowas bringen. Aha. Bedeutet, wir machen jetzt hier mal schnell ein Ressourcenlager. Flüssigkeiten Stufe 2. Ich setze euch jetzt hier hin. Ihr solltet Säure beinhalten. Ihr kriegt eine Importroute. Die geht von hier aus. Einfach schnell errichten. So. Und dann gibt es zwei Rohrleitungen. Oder? Also ich würde jetzt gerne das mit der Säure mehr machen, in dem Fall zum Beispiel. Wo kommt dann hier die Säure rein? Oder ist es eiskalt am selben Anschluss? Und da kann ich jetzt hier sagen, hey, liefer das hier hin. Haben die echt nur einen Anschluss? Scheint so, ne? Wenn ich jetzt hier so ein Elektrolysegerät nehme, ja, das ist der Anschluss für beides. Ich glaube, es hackt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen. Dann muss ich es halt per Hand hinfahren lassen. Scheiße. Hier Glas müssen wir mal machen, damit wir die großen Bagger bauen können. Mehr Umsatz. Und so Zeugs, ne? Gut, Leute, aber wie gesagt, wir haben eh schon wieder maßlos überzogen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Changes.
Musik.